Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 28 und es wird um Vektorfelder gehen und auch um ein paar Beispiele, wie Vektorfelder in physikalischen Modellen Verwendung finden. Wir beginnen mit der Definition des Vektorfeldes. Dazu brauchen wir eine offene Menge im R hoch n und wir nennen dann eine Abbildung, die auf Omega definiert ist und in den R hoch n abbildet ein Vektorfeld. Das Wichtige hierbei ist, dass eben sowohl der Definitionsbereich als auch der Bildbereich in dem Vektorraum liegen mit derselben Dimension. Dann kann es passieren, dass ein Vektorfeld sich darstellen lässt als der Gradient eines Skalarfeldes. Hier das Skalarfeld ist hier mit klein f bezeichnet, ist also auf Omega definiert, nimmt Werte in R an. Und falls dies möglich ist, dann nennt man so ein Vektorfeld ein Gradientenfeld und man nennt F dann das Potential von Groß F. Und so ein Potential ist nicht eindeutig durch das Vektorfeld bestimmt. Beispielsweise, wie Sie hier sofort sehen, können Sie ja zu F eine Konstante hinzuaddieren. Dabei ändert sich der Gradient nicht, weil die Ableitung einer Konstantenfunktion eben immer 0 ist. Und dann sehen Sie schon, wenn F ein Potential eines Vektorfeldes ist, dann ist auch f plus eine Konstante, eine beliebige Konstante, ein Potential des Vektorfeldes. Und es ist auch so, dass nicht jedes Vektorfeld ein Gradientenfeld ist, wie wir sehen werden. Wenn man ein Vektorfeld hat, das partiell differenzierbar ist, dann können wir die Divergenz des Vektorfeldes bilden. Die Divergenz des Vektorfeldes wird so bezeichnet, es ist selber ein Skalarfeld, also eine Abbildung von Omega nach R. Omega ist wie gesagt eine Teilmenge des R hoch n. Und die Divergenz ist hier definiert. Man summiert partielle Ableitungen des Vektorfeldes auf. Und zwar nimmt man hier die partiellen Ableitungen nach xj der j-Komponente des Vektorfeldes. Gut, da gibt es dann natürlich j-Komponenten und so hat man n-Komponenten und so hat man eben hier eine Summe von n partiellen Ableitungen. Und dieses Objekt nennt man dann die Divergenz von f. Falls wir es mit dem dreidimensionalen Raum zu tun haben und uns also Vektorfelder in R3 ansehen, dann können wir für diese auch die Rotation einführen. Die Rotation selber eines Vektorfeldes ist wieder ein Vektorfeld. Und die wird so bezeichnet, es gibt noch alternative Bezeichnungen und ist auf diese Art und Weise definiert. Man muss sich einfach diesen Begriff einprägen und hier gibt es eine Eselsbrücke, um sich das zu merken. Sie können folgende Matrix betrachten, eine 3x3 Matrix. Dort schreiben Sie in die erste Zeile die drei Koordinatenvektoren. Dann in die zweite Zeile schreiben Sie die partiellen Ableitungen. Und in die dritte Zeile schreiben Sie die Komponenten von dem Vektorfeld, für das Sie die Rotation berechnen möchten. Und dann gilt, wenn man dieses Objekt jetzt rein formal betrachtet, dass die Determinante dieser Matrix gerade die Rotation von f ist. Wie ist das zu verstehen? Nun, wenn Sie bei dieser 3x3 Matrix eben die Determinante ausrechnen, zum Beispiel mit der Rechenregel von Sarü, dann, dann kriegen Sie eben das Produkt dieser drei Einträge als einen Term in der Summe, die sich da ergibt. Wenn man das hier mal so aufschreibt, würde da also stehen, die partielle Ableitung x2 mal f3. Und das mal E1. Und dann kommt bei der Rechenregel dieser Vektor E1 ja auch nochmal vor mit einem negativen Vorzeichen. Beispielsweise, wenn man diese drei Terme hier aufmultiplizieren muss, da würde also mal stehen dx3 f2 mal E1. Und dann sehen Sie schon, wie das zu verstehen ist. Nun, die E1 steht dafür, dass wir das, was hier rauskommt, in die erste Komponente eines Vektors schreiben sollen. Und wenn Sie das mal vergleichen, dann sehen Sie, dass das hier genau dieser Term hier ist. Und so könnten Sie dann einfach rein formal mit
mit den Rechenregeln der Determinantenberechnung dann eben die Rotation ausrechnen. Und das ist eine gute Merkregel. Natürlich steckt dahinter auch mathematische Struktur, die wir aber hier nicht besprechen möchten. Außerdem ist zu sagen, dass man auch für zweidimensionale Vektorfelder, also was ähnliches wie eine Rotation, anführen kann. Man nennt es dann den Curl und das geht auch für mehrdimensionale Vektorfelder. Man kann die Rotation verallgemeinern und kriegt dann Objekte, die eben ähnliche Eigenschaften haben wie die Rotation im Dreidimensionalen. Ja, Vektorfelder kommen vor allem in Modellen der Kontinuumsmechanik vor. Ein plastisches Beispiel ist das Strömungsfeld. Da wollen wir uns vorstellen, dass wir ein Gebiet haben im R3, das ist unser Gebiet, und durch dieses Gebiet strömt eine Flüssigkeit. Und wir nehmen mal an, dass es eine stationäre Strömung ist. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an jedem Ortspunkt zeitlich konstant ist. Das heißt, wenn wir hier uns einen Ortspunkt angucken, beispielsweise diesen hier, dann durchströmt unabhängig von der Zeit die Flüssigkeit diesen Punkt mit einer gewissen Geschwindigkeit und diese Geschwindigkeit möchten wir mit f von x bezeichnen. Die Geschwindigkeit ist in dem Fall ein Geschwindigkeitsvektor. Die Flüssigkeit strömt ja in eine Richtung und dieser Vektor hat auch eine Länge. Nämlich, das wäre dann tatsächlich die absolute Geschwindigkeit. Und wenn man das eben sich so ansieht, dann heißt das, dass man für jeden Raumpunkt, für jeden Ortspunkt in Omega eben einen Geschwindigkeitsvektor bestimmen kann. Und was sich dann eben ergibt, ist eine Abbildung von Omega nach R3. Und sowas ist eben ein Vektorfeld. Und in diesem Fall ist das Vektorfeld eben ein Strömungsfeld. Ja, man kann sich jetzt die Frage stellen, was passiert, wenn wir einen Partikel, ein kleines Objekt, in dieses Strömungsfeld einbringen. Zum Beispiel dieser rote Punkt hier. Nun, dieser kleine Partikel wird dann durch die strömende Flüssigkeit mittransportiert. Und wenn wir jetzt mal so tun, als hätte dieser Partikel keine Masse, das heißt, wenn die Trägheit eben keine Rolle spielt, dann kann man ein einfaches Modell aufstellen, das im Wesentlichen darin besteht zu sagen, dass zu jedem Zeitpunkt die Geschwindigkeit des Partikels dem Geschwindigkeitsvektor an diesem Ortspunkt entspricht. So, und das kann man jetzt mit Hilfe einer mathematischen Formel aufschreiben. Was macht man? Nun dazu bezeichnet man die Position des Partikels zum Zeitpunkt t mit dem Vektor ft. Wenn man diesen Ortsvektor ableitet nach der Zeit, ja, dann kriegt man eben die Geschwindigkeit. Und dann können Sie jetzt hier diese Gleichung, die Bewegungsgleichung ansehen. Hier steht nichts anderes, dass die Geschwindigkeit des Partikels zum Zeitpunkt t gerade dem Geschwindigkeitsvektor der Flüssigkeit am Ortspunkt entspricht, und zwar an jedem Ortspunkt, an dem sich der Partikel zum Zeitpunkt t eben aufhält. Das ist hier diese Bewegungsgleichung. Ich habe das hier am Beispiel einer strömenden oder stationär strömenden Flüssigkeit erklärt. Man könnte den Geschwindigkeitsvektor durch andere Felder ersetzen, beziehungsweise das Strömungsfeld durch andere Felder ersetzen, zum Beispiel elektromagnetische Felder oder Gravitationsfelder und so weiter. Und dann würde eben das Ganze eine andere physikalische Bedeutung gewinnen, aber die mathematische Struktur wäre eben ähnlich. Ja, wir möchten uns jetzt ein paar Vektorfelder im Kontext dieses Strömungsmodells eben ansehen. Und wir fangen an mit einem Wirbel um die x3-Achse. Dieses Vektorfeld, das wir uns ansehen, hat diese Struktur. Das ist also das Geschwindigkeitsfeld. Man sieht hier hinten einen Vektor, der nicht von x3 abhängig ist und einen Vorfaktor, der durch die Funktion g von x3 gegeben ist. Und was man hier sieht in dieser Visualisierung ist eben ein Schnitt dieses Geschwindigkeitsfeldes
eine Ebene, die parallel ist zur x1, x2-Ebene. Und wir schauen uns hier auch nur die ersten beiden Komponenten, also nur die ersten beiden Komponenten von diesem Geschwindigkeitsfeld sind visualisiert. Das heißt, diese Achse wäre sozusagen die E1-Richtung und diese Achse wäre die E2-Richtung. Und was hier eingezeichnet ist, ist eben der Vektor F1, F2. An Stellen x1, x2, x1, x2 und die dritte Komponente ist ein Parameter, der hier festgehalten ist. So muss man sich das vorstellen. Okay, und da sieht man, dass diese Pfeile, also diese Vektoren eben um den Ursprung herum hier so rotieren. Der Ursprung in diesem Bild entspricht der X3-Achse im dreidimensionalen Bild. Nun, jetzt schauen wir uns noch die Bewegungsgleichung an von gerade eben. Hier sehen Sie eine Raumkurve, welche eine Lösung darstellt für diese Bewegungsgleichung. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass die x3-Komponente hier nicht von der Zeit abhängt. Dieses c ist hier einfach eine reelle Zahl. Das ist ein Parameter, der fest gewählt werden kann. Und fest gewählt ist hier. Das heißt, mit diesem c fixieren Sie eine Hyperebene, die parallel ist zur x1- und x2-Ebene und eben auf der Höhe sozusagen c liegt, wenn Sie die x3-Komponente als Höhe interpretieren möchten. Und Sie sehen dann, wenn Sie sich die ersten beiden Komponenten ansehen, dass diese Raumkurve auf einer Kreislinie in dieser zweidimensionalen Ebene eben liegt. Und Sie durchlaufen diese Kreislinie mit einer Geschwindigkeit, die von diesem Vorfaktor g eben abhängig ist. Also mit anderen Worten, die Spur für diese Raumkurve könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eben hier so einen Kreis entlang läuft. Ja, dass diese Kurve tatsächlich die Bewegungsgleichung löst, kann man nachrechnen. Dazu muss man nur f' von t ausrechnen und dann muss man an diesen Stellen nachdifferenzieren und sieht eben, dass dort dieser Vorfaktor herauskommt, dann steht hier minus Sinus gct Cosinus g von c mal t und die dritte Komponente nach t abgeleitet ist 0 und dann sieht man, dass das nichts anderes ist als f von x für x gleich klein f von t. Ja, das nächste Beispiel ist eine sogenannte Quelle, die bei x gleich 0 im Ursprung platziert ist. Hier sehen Sie die Definition des Vektorfeldes. Hier sehen Sie in der Visualisierung einen Schnitt durch eine Hyperebene, die den Ursprung enthält. Und da sehen Sie, im Ursprung ist der Vektor f von 0 eben gerade 0. Und wenn Sie vom Ursprung weggehen, dann ist die Länge der Vektoren proportional zum Abstand zum Ursprung und die Pfeile zeigen immer eben gerade so sternförmig weg vom Ursprung. Hier sehen Sie eine mögliche Lösung der Bewegungsgleichung. Xi ist hier ein beliebiger Vektor im R3 und was für eine Bewegung würde hier beschrieben werden? Nun, das würde eine Bewegung beschreiben, die vor unendlich langer Zeit, also vor t gleich minus unendlich, im Ursprung gestartet ist und dann in Richtung c sich bewegt. Und man stellt dann fest, dass die Geschwindigkeit exponentiell mit der Zeit eben wächst. Und ja, okay. Man kann hier ganz einfach nachprüfen, dass das tatsächlich die Bewegungsgleichung löst, denn f' von t ist in dem Fall gerade f von t und damit f von x für x gleich f von t. Und damit haben wir die Bewegungsgleichung erfüllt. Hier sehen Sie ein ähnliches Beispiel, das ist eine sogenannte Senke. Der einzige Unterschied ist, dass hier der Vorfaktor eben minus 1 auftaucht. Eine Lösung der Bewegungsgleichung sehen Sie hier. Wenn ein Partikel irgendwo startet, dann bewegt er sich
Also sagen wir mal so, wenn ein Partikel zum Zeitpunkt 0 am Ortspunkt Xi sich befindet, meinetwegen hier, dann bewegt sich der Punkt in Richtung Ursprung und wird aber dabei immer langsamer und wird dann in unendlich ferner Zukunft, also für t gleich unendlich, dann am Ursprung angelangt sein. In der Physik gibt es noch eine Vielzahl anderer Vektorfelder, die in Modellen vorkommen. Beispiele sind elektrische, magnetische Felder oder eben Gravitationsfelder. Und wenn wir bei dem Gravitationsfeld mal bleiben, dann ist es beispielsweise so, dass jeder Körper mit Masse eben ein Gravitationsfeld hervorruft. Und wenn wir jetzt uns mal einen Körper vorstellen, den wir uns auf einen idealisierten Punkt, der sich an der Stelle x0 befindet, vorstellen und der Körper habe die Masse m0, dann ist das entsprechende Gravitationsfeld hierdurch gegeben. Das ist also ein Vektorfeld, das im Punkt x0 an der Stelle, wo sich der Massepunkt befindet, eben singulär ist. Das geht der Nenner hier gegen unendlich und gegen 0 und damit dieser Vektor, also die Komponenten des Vektors streben eben gegen unendlich. Und wenn wir uns das ansehen, dann hat das eine ähnliche Struktur wie das letzte Beispiel im Kontext der Strömungsfelder. Nämlich, wenn wir hier den Punkt x0 einzeichnen, dann ist es so, dass alle Punkte hier in Richtung x0 zeigen. Aber die Länge dieser Vektoren, die steigt eben oder vergrößert sich, je näher wir uns eben diesem Punkt x0 nähern. Und wenn wir weit weggehen, uns von dem Punkt entfernen, dann werden die Punkte eben, die Vektoren werden eben dann kürzer. Also um das so qualitativ mal zu zeichnen, möchte ich das auf diese Art und Weise dann anmalen. Und insbesondere werden die Vektoren, die dieses Vektorfeld beschreibt, die Länge dieser Vektoren geht gegen unendlich, wenn wir uns dem Punkt x0 tatsächlich nähern. Nun, die Bedeutung von diesem Gravitationsfeld ist folgende: Wenn wir in dieses Gravitationsfeld jetzt einen anderen Punkt mit Masse m und Position x einbringen, dann wirkt auf diesen Punkt eben eine Gravitationskraft und die ist durch diesen Ausdruck gegeben. Und das wäre dann eben gerade der Vektor, der von x nach x0 zeigt und die Länge ist durch das Gravitationsfeld gegeben. Das könnte vielleicht eben so aussehen. Ne? Jetzt ist dieses ja, als Vektorfeld insbesondere auch ein Gradientenfeld. Das heißt, wir können das Vektorfeld mit Hilfe einer skalaren Funktion darstellen und diese skalare Funktion ist gerade hier gegeben. Wenn wir uns diese skalare Funktion Phi vorstellen, die eben in r hoch 3 ohne x0 definiert ist und von dieser Skalarfunktion eben den Gradienten bilden, dann kommt da gerade dieses Gravitationsfeld raus. Und das können Sie mal machen. Das ist eine gute Übung, um das partielle Ableiten auch nochmal zu üben. Und wie gesagt, wie bereits erwähnt, können wir hier eine beliebige Konstante dazu addieren oder nicht. Ändert sich nicht die Eigenschaft, Potentialfeld für dieses Gravitationsfeld zu sein. Ja, wir können uns auch in diesem Zusammenhang die Frage stellen, wie sich ein Massepunkt nun in diesem Gravitationsfeld G bewegt. Das heißt, wir schauen uns also die Situation an, wo ein Massepunkt bei x0 positioniert ist und so ein Gravitationsfeld erzeugt. Ich male hier nur ein paar wenige Pfeile ein, die kleiner werden, wenn man sich von dem Massenpunkt entfernt. So weiter und so fort. Und ich zeichne noch einen zweiten Punkt an, dessen Bewegung wir verstehen möchten, relativ zu dem ersten. Weil wir die Bewegung verstehen möchten, heißt es, dass wir die Raumtrajektorie in Abhängigkeit der Zeit
verstehen möchten. Und dazu führen wir zunächst mal eine Funktion ein, eine Raumkurve, die einen Zeitpunkt auf eine Position abbildet. Das heißt, auf dem Vektor im R3 ohne den Punkt x0. Das wollen wir ausschließen, dass beide Massen am selben Punkt sich befinden. Und wenn wir das so machen, dann hat eben u t die Bedeutung einer Position zum Zeitpunkt t, dieser zweiten Masse, von der wir annehmen, dass sie eben die Masse m hat, während die erste die Masse m0 hat. Okay, dann wissen wir, dass eben die Gravitationskraft, die auf diesen Punkt wirkt, von der Position abhängig ist und die Position ist jetzt durch ut gegeben, das heißt, die Gravitationskraft lässt sich eben so ausdrücken und wenn man das ausschreibt, dann kriegt man eben diesen Ausdruck, den Sie hier sehen. Ja, jetzt möchte man gern die Bewegung verstehen und dazu eine Bewegungsgleichung aufstellen und Sie kennen aus der Schule wahrscheinlich das zweite Newtonsche Gesetz, das besagt, dass Masse mal Beschleunigung gleich Kraft ist und das ist doch eine ganz gute Approximation für die Realität, zumindest wenn man relativistische Effekte vernachlässigen kann. Und in diesem Setting sieht jetzt das Newtonsche Gesetz so aus. Hier sehen Sie zum einen mal die Kraft, die Gravitationskraft, die auf den Körper wirkt. Hier sehen Sie die Beschleunigung, das ist die zweifache Ableitung von U nach T. Und hier sehen Sie die Masse. Und das ist jetzt eine ganz interessante Gleichung, denn in dieser Gleichung kommt als Unbekannte nicht eine Zahl vor oder ein Vektor vor, sondern eine Funktion und auch deren Ableitung. Und sowas nennt man dann eine gewöhnliche Differentialgleichung. Und Sie werden sich im nächsten Semester mit gewöhnlichen Differentialgleichungen intensiver beschäftigen. Wir werden dann zeigen, wann sowas überhaupt eine Lösung besitzt, welche Eigenschaften die hat. Was Sie jetzt schon machen können, ist nachprüfen, ob eine Raumkurve eben diese Gleichung löst. Und ein Beispiel für eine Lösung ist diese Raumkurve, die Sie hier sehen. Zumindest dann, wenn man die zwei Parameter, die man hier fest wählt, geeignet wählt. Dieses R und dieses V. Was diese Kurve hier beschreibt, wollen wir uns auch kurz ansehen. Ja, wenn man hier scharf hinschaut, dann stellt man fest, dass die Spur dieser Kurve eben auf einer Kreislinie liegt. Und zwar ist eine Kreislinie in einer zweidimensionalen Hyperebene durch den Punkt x0. Und zwar ist es gerade die Hyperebene, die dann von der ersten und zweiten Koordinatenrichtung tangential aufgespannt wird. Und dann sieht man auch außerdem, dass diese ganzen Punkte eben auf dem Kreis liegen um den Mittelpunkt x0 mit Radius r. Das heißt, das Bild, das man einzeichnen könnte, wäre eben folgendes. Ich muss hier einfach nur einen Kreis malen um den Punkt x0. Der Radius des Kreises wäre gerade r. Wenn ich jetzt u nach t ableite, dann muss man nachdifferenzieren. Das heißt, dieses v tritt hier nochmal als Vorfaktor auf und das bedeutet, r mal v wäre dann die Geschwindigkeit, mit der man hier diese Kreislinie durchläuft. Und wenn Sie die Rechnung machen, wenn Sie also diese Funktion mal hier einsetzen, dann erhalten Sie ein Gesetz oder eine Gleichung, die r und v in einen Zusammenhang bringt. Und dann sehen Sie eben, dass die Geschwindigkeit vom Abstand zum Ursprung eben abhängig ist. Ja, nach diesen Beispielen aus der Physik möchten wir hier einfach nochmal ein Rechenbeispiel angeben. Das ist eine ganz nützliche Rechenregel, die Sie hier sehen. Wenn Sie zwei Abbildungen haben, einmal ein Skalarfeld F und ein Vektorfeld groß F und wenn beide Abbildungen eben partiell differenzierbar sind, dann erhalten wir diese Identität. Hier steht auf der linken Seite die Divergenz von F mal groß F. Was hier rauskommt bei diesem Produkt ist wieder ein Vektorfeld, deshalb können wir darauf die Divergenz anwenden. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Skalarprodukt von dem Gradienten von f mit dem Vektorfeld f. Das macht auch Sinn, denn der Gradient eines Skalarfeldes ist eben ein Vektorfeld
und dann haben Sie hier zwei Vektoren und Sie können das Skalarprodukt bilden. Und hier sehen Sie die Divergenz von f multipliziert mit dem Skalarfeld f. Ja, wir wollen das kurz nachrechnen. Dazu fangen wir mit der linken Seite an. Wir schreiben aus, die Definition aus für die Divergenz. Ja, jetzt müssen wir hier die it-Komponente von dem Vektorfeld hinschreiben. Und die it-Komponente von dem Vektorfeld ist f mal die it-Komponente von groß f. Ne? Und um das nochmal zu verdeutlichen, schreibe ich hier mal das Argument nochmal mit rein. Also das x, das hier stehen würde. Und hier wäre ein x und hier wäre ein x. Das heißt, das hier wäre einfach das Produkt einer reellen Zahl mit einer reellen Zahl. Okay? Und jetzt kann man diesen Ausdruck eben differenzieren mit der Produktregel. Dann steht hier einmal die partielle Ableitung nach xi und klein f mal die Komponente von f plus klein f von x mal die partielle Ableitung der i-ten Komponente von x. Ja, und wenn man jetzt die Summe hier ausführt, dann entdeckt man hier das Skalarprodukt. Des Gradienten mit dem Vektorfeld f an der Stelle x. Und hier sehen Sie ja, wenn man das hier summiert, dann kann man die Summe hier, dann kann man das klein f aus der Summe rausziehen, weil ja das klein f nicht von i abhängt. Und dann sieht man hier die Definition der Divergenz. Gut, so kann man rechnen. Ja, als nächstes möchten wir uns mit der Bedeutung der Divergenz und der Rotation von Vektorfeldern beschäftigen. Und weil wir die Rotation nur für Vektorfelder im R3 eingeführt haben, nehmen wir hier an, dass n gleich 3 ist. Das, was hier steht und auch nachfolgend diskutiert wird, kann man im Falle der Divergenz auch auf beliebige Dimensionen ausweiten. Wir nennen dann ein Vektorfeld f divergenzfrei, wenn die Divergenz von f verschwindet. Und wir nennen es rotationsfrei, wenn die Rotation von f verschwindet. Wenn das Vektorfeld, also wenn man hier nichts weiter dazu sagt, zum Beispiel es ist divergenzfrei im Punkt x oder rotationsfrei im Punkt x, dann meint man, dass für alle Punkte im Definitionsgebiet des Vektorfeldes eben diese Bedingung hier gilt. Okay, wir fangen an mit einfachen Vektorfeldern, nämlich mit linearen Vektorfeldern. Die haben diese Form hier und damit muss A eben eine Matrix sein, und zwar eine 3×3 Matrix. Und man kann sich dann schnell klar machen, dass diese partielle Ableitung nach xj der i-ten Komponente von f gerade dieser Eintrag der Matrix Aij ist. Gut. Wenn man dieses hier weiß und jetzt einfach mal die Divergenz auf f anwendet, dann steht dann da, dass die Divergenz von f nichts anderes ist als die Summe über die Diagonaleinträge. Und daher sieht man, dass f genau dann divergenzfrei ist, wenn eben die Spur der Matrix verschwindet. Ganz ähnlich rechnet man danach, dass f rotationsfrei ist, genau dann, wenn die Matrix A symmetrisch ist, das heißt, wenn der antisymmetrische Anteil, der hier steht, verschwindet. Ja, wir möchten uns ein paar Beispiele ansehen. Bei diesem ersten Beispiel schauen wir uns ein lineares Vektorfeld an, wobei die Matrix A die Identität ist. Das heißt, das Vektorfeld ist von der Form f von x gleich x. Und dieses Vektorfeld hatten wir schon diskutiert im Kontext der Strömungsfelder und wir hatten das als Quelle bezeichnet. Wenn wir uns die Matrix ansehen, dann sehen wir, dass die Spur dieser Matrix 3 ist und damit ist dieses Vektorfeld hier nicht divergenzfrei. Andererseits ist die Matrix symmetrisch und damit ist dieses Vektorfeld rotationsfrei. Bei dem zweiten Beispiel schauen wir uns die Matrix A an, die hier gegeben ist. Wir sehen, dass diese Matrix spurfrei ist. Und damit ist es ein divergenzfreies Vektorfeld und wir sehen auch, dass diese Matrix symmetrisch ist und damit ist es ein rotationsfreies Vektorfeld. Und zuletzt bei diesem Beispiel
haben wir eine Matrix A von dieser Struktur. Das zugehörige Vektorfeld hat also dann die Form f von x ist gleich minus x2, x3, 0. Und auch dieses Beispiel hatten wir im Kontext der Strömungsfelder bereits diskutiert. Und das war eben das, was wir als einen Wirbel um die x3-Achse bezeichnet haben. Okay, und hier sollte nicht x3 stehen, sondern x1. Und wir sehen also, dass diese Matrix hier spurfrei ist. Das bedeutet, das Vektorfeld hier unten ist divergenzfrei. Und wir sehen aber, dass diese Matrix nicht symmetrisch ist. Und damit handelt es sich um ein Vektorfeld, das nicht rotationsfrei ist. Und wir sehen ja auch, wir können uns vorstellen, dass wenn wir hier einen Punkt hier einsetzen würden und uns die Integralkurven, also die Bewegungsgleichung, die wir im Kontext der Strömungsfelder diskutiert hatten, lösen würden, dann würde hier eben eine Trajektorie rauskommen, die wieder zurück zu diesem Punkt gelangt und um diese Achse hier dann rotiert. Und das passt ja zu der Begriffsbildung des rotationsfreien, nicht rotationsfreien Vektorfeldes. Ja, wir machen dann weiter die Beobachtung, dass wenn wir ein Vektorfeld haben, das ein Gradientenfeld ist, das heißt, wir können es ausschreiben in der Form f ist gleich der Gradient eines Potentials phi. Und wenn dieses phi eben zweimal stetig differenzierbar ist, dann stellt man fest, dass wenn man nun die Rotation von diesem Vektorfeld ausrechnet, dass dann aufgrund des Lemma von Schwarz, also der Vertauschbarkeit der partiellen Ableitung, die Rotation eben verschwindet. Das können wir beispielhaft mal durchführen. Wenn wir die Rotation hier drauf anwenden, kommt ja ein Vektor raus. Und wenn wir uns die erste Komponente dieses Vektors ansehen, steht da der Eintrag d, Delta, also die partielle Ableitung von der zweiten Komponente von f nach x3 minus Delta, Delta x2, f3. Wenn wir jetzt hier benutzen, dass wir ein Gradientenfeld haben, würde hier stehen Delta x3, Delta x2, phi minus Delta x2, Delta x3, phi. Und dann sehen wir schon, wenn wir die Reihenfolge der partiellen Ableitung vertauschen dürfen, und das dürfen wir, wenn wir zweimal stetig differenzierbar sind, dann folgt eben, dass die Rotation oder dieser zumindest, dass die Rotation 0 ist. Und hier haben wir es für den ersten Eintrag der Rotation ausgerechnet und genauso rechnet man das für die anderen Einträge nach. Das heißt, wir haben diese Implikation gezeigt und in einem gewissen Sinne gilt auch die Rückrichtung, nämlich dass rotationsfreie Vektorfelder auf schönen Gebieten und falls f hinreichend glatt ist, eben Gradientenfelder sind. Und das ist ein bisschen schwieriger zu zeigen. Ja, die rotations- und divergenzfreien Vektorfelder sind wichtig, denn was man zeigen kann, ist, dass jedes glatte Vektorfeld sich schreiben lässt als eine Summe von einem rotations- und einem divergenzfreien Vektorfeld. Für lineare Vektorfelder ist diese Zerlegung einfach zu sehen, da ist sie elementar, denn wenn wir ein lineares Vektorfeld haben, sagen wir, f von x ist gerade ax mit einer Matrix A, dann können wir ja a immer schreiben als a plus a transponiert halbe plus a minus a transponiert halbe. Und dann sehen wir, dass dieser Anteil hier symmetrisch ist, also rotationsfrei, und dieser Anteil ist antisymmetrisch. Und antisymmetrische Matrizen sind auf der Diagonalen 0, das bedeutet, dass dieses Ding hier divergenzfrei ist. Und so haben wir ein beliebiges lineares Vektorfeld in ein rotations- und ein divergenzfreies lineares Vektorfeld zerlegt. Eine ganz zentrale Bedeutung haben nun Gradientenfelder, die divergenzfrei sind. Und wenn man den Gradient und die Divergenz miteinander verknüpft, dann erhält man einen neuen Differentialoperator, der Laplace-Operator heißt.
Und das ist Inhalt dieser Definition. Hier definiert man also den Laplace-Operator, also dieses Symbol hier. Gehen wir mal langsam durch. Omega ist eine offene Menge und U eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Und wir sagen dann, Laplace von U oder auch Delta U an der Stelle x sei auf diese Art und Weise hier definiert. Schauen wir uns erstmal den rechten Term an. Wir summieren zweite partielle Ableitung von U auf, und zwar alle zweiten partiellen Ableitungen, bei denen wir in die gleiche Komponente ableiten. Und dann kann man sich schnell klar machen, dass es nichts anderes ist, als die Divergenz vom Gradienten von U zu nehmen. Und wenn wir jetzt eine Funktion U haben, die die Eigenschaft hat, dass Laplace von U verschwindet für alle Punkte in Omega, dann nennt man diese Funktion harmonisch. Ja, schauen wir uns ein paar Beispiele an für harmonische Funktionen. Zunächst einmal stellen wir fest, dass affine Funktionen harmonisch sind. Das ist ganz klar, denn wenn wir den Gradient einer affinen Funktion bilden, dann kommt eine Konstante raus, ein konstanter Vektor raus, in dem Fall der Vektor a. Und wenn wir dann zu einem konstanten Vektor nochmal partiell differenzieren, dann kommt eben 0 raus. Das bedeutet, wenn wir den Laplace auf dieses u werfen, dann sind diese ganzen Terme automatisch schon 0 und wir summieren einfach n Nullen auf und da kommt eben 0 raus. Und damit haben wir eine harmonische Funktion. Das zweite Beispiel hier sind quadratische Funktionen, also Polynome vom Grad 2. Und hier möchte man kurz nachrechnen, dass diese tatsächlich harmonisch sind. Wenn wir hier den Laplace-Operator auf U anwenden, dann stellen wir zunächst mal fest, dass partielle Ableitungen linear sind in ihrem Argument. Und das bedeutet, Laplace von U ist das gleiche, wie wenn wir Laplace von x1 Quadrat berechnen minus Laplace von x2 Quadrat. Wenn wir jetzt hier den Laplace von der Funktion von dem Vektorfeld x1 Quadrat berechnen, dann könnten wir das jetzt so ausschreiben wie hier oben. Und wir würden sehen, dass in dieser Summe, da die Funktion x abgebildet nach der ersten Komponente ja nur von der ersten Komponente abhängt, dass in dieser Summe alle partiellen Ableitungen nach xj mit j größer 2 verschwinden. Das heißt, der Laplace von dieser Koordinatenfunktion ist nichts anderes als die zweifache partielle Ableitung nach x1 von x1 Quadrat. Und wenn wir die Koordinatenfunktion eben zweimal nach der Koordinate ableiten, dann steht hier eben 2. Und genauso zeigt man das eben für Laplace von x2 Quadrat, da kommt auch 2 raus. Und weil hier ein Minuszeichen steht, stellen wir fest, dass da insgesamt 0 rauskommt. Ein weiteres Beispiel für eine harmonische Funktion ist das Gravitationspotential. Das hatten wir bereits diskutiert, dieses Potential. Und dieses Vektorfeld ist eben harmonisch in R3 ohne den Punkt x0. Im Punkt x0 ist dieses Vektorfeld ja singulär, aber weg von der Singularität ist dieses Vektorfeld eben harmonisch. Und das sieht man durch eine direkte Rechnung. Ja, Sie werden im Studium sich noch sehr viel mit harmonischen unter Umständen beschäftigen, nämlich dann, wenn Sie sich in der Analysis vertiefen möchten und oder sich partielle Differentialgleichung und die Numerik partieller Differentialgleichungen ansehen werden. Denn in diesem Bereich sind harmonische Funktionen ganz fundamental. Und auch in der Physik, wie dieses Beispiel schon zeigt, sind harmonische Funktionen von fundamentaler Bedeutung. Dazu muss man sagen, dass eben Vektorfelder wichtig sind und divergenzfreie Vektorfelder auch sehr wichtig sind, weil die im Rahmen von Erhaltungssätzen in der Physik eben natürlich auftauchen. Und viele Vektorfelder sind eben divergenz- und rotationsfrei und damit besitzen sie ein harmonisches Potential. Und weil das eben sehr häufig in physikalischen Systemen auftaucht, spielen eben harmonische Funktionen in der Physik auch eine wichtige Rolle.
Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos. Bis zum nächsten Mal.